Mein Name ist Kevin Knoche, ich bin 24 Jahre alt und arbeite bei der Deutschen Telekom Kundenservice im Inbound. Mein Name ist Kerstin Kutschki, ich bin 23 Jahre alt und ich arbeite im Bereich Service Center Technik der Deutschen Telekom Kundenservice. Inbound bedeutet, dass wir letztendlich vom Kunden angerufen werden. Das heißt also, der Kunde hat zum Beispiel ein Anliegen, was wir zuerst natürlich zufriedenstellend klären wollen und daraufhin geht es halt dann in den richtigen Verkaufsabschluss. Und wie sieht es bei dir aus? In der Technik selber geht es darum, dem Kunden zu helfen, wenn er eine Störung hat im Telefon, beim Internet oder aber vom Entertain mit seinem Fernsehen. Wir tauschen die Router aus oder die Endgeräte, egal was er zu Hause hat von uns. Und wenn er eine Leitungsstörung hat, schicken wir einen Techniker raus, sodass die Störung dann behoben werden kann. Im Bereich Service Center Technik ist das Wissen von der Technik selber an sich sehr wichtig. Da muss ein Hintergrundwissen sein. Aber wenn das da ist, dann hey, cool. Bei uns sieht es letztendlich ähnlich aus. Da sollte man Eigenschaften mitbringen, dass man sehr, sehr kommunikativ ist, sehr sprachgewandt. Man sollte auf jeden Fall Lust bei der Arbeit haben. Was bei uns auf jeden Fall auch im Vordergrund steht, ist die Teamfähigkeit. Das heißt also, wir wollen auch im Team zusammen was erreichen. Bei der Einarbeitung sieht es wie folgt aus. Man hat erstmal ganz viele Schulungen am Anfang, so dass man die Systeme kennt und überhaupt klarkommt mit dem, was man eigentlich tut bei uns. Und dann hat man einen Paten neben sich sitzen und zeigt ihm alles nochmal konkret, wie was funktioniert. Wir haben auch hier zusätzlich halt, wie gesagt, noch Weiterbildungsmöglichkeiten. Das heißt, man bleibt zum Beispiel nicht an einem Standort bzw. bleibt nicht immer direkt hier, sondern man kann sich halt letztendlich auch weiterbilden. Wir bieten natürlich auch von der Deutschen Telekom Zusatzleistungen an, zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge. Was wir besonders wichtig finden, ist auch verschiedene Arbeitszeitmodelle. Ich bin zum Beispiel in Vollzeit hier. Es gibt allerdings auch viele Mitarbeiter, die hier in Teilzeit arbeiten. Das heißt, damit zum Beispiel auch Familie oder Hobbys unter einem Hut bringen können. Ja, das, was wir sonst noch haben, ist dann beispielsweise die vermögenswirksame Leistung, die Telekom dazu steuert. Und dazu haben wir auch noch Mitarbeiterangebote, die sehr interessant sind. Was mir besonders Spaß macht, ist diese unterschiedlichen Kundentypen. Man erlebt einfach unfassbar viel. Es ist so, wenn die Kunden eine Störung melden, die sind sehr verzweifelt und wissen einfach nicht mehr, was sie machen sollen. Man fühlt einfach mit und es ist wirklich super, wenn man denen helfen kann und die einfach mit einem Lächeln aus dem Gespräch rausgehen. Und das ist einfach ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben.